Psychologie präsentiert sich als immer interessanter werdendes Studiengebiet. Und viele junge Menschen möchten Psychologie studieren und möchten mehr erfahren über die menschliche Psyche. Und sie entscheiden sich für ein Studium der Psychologie. Doch häufig verfliegt die anfängliche Euphorie relativ schnell. Der Alltag des Studiums holt einen ein und die Ansprüche und Anforderungen, die in einem Psychologiestudium an einen Studenten gestellt werden, die sind vergleichsweise hoch. Und genau hier kann ein Ghostwriter von GWriters interessante und wertvolle Dienste leisten. Denn Sie sollten auf keinen Fall gleich am Anfang Ihres Studiums die Flinte ins Korn werfen. Denn mit einem Psychologiestudium stehen Ihnen nach Abschluss des erfolgreichen Studiums, sei es jetzt ein Bachelor oder sei es ein Master, viele Möglichkeiten offen. Sei es eine freiberufliche Tätigkeit nach einer gewissen Ausbildung dann, beispielsweise als Psychotherapeut, sei es aber auch eine Tätigkeit im Marketing, in der Marktforschung, in der Unternehmensberatung oder auch bei Banken oder Versicherungen. Psychologen sind heute in vielen verschiedenen Feldern aktiv und das Grundlagenwissen, was man in einem Psychologiestudium vermittelt bekommt, das ist sehr, sehr wertvoll und kann in all diesen Unternehmensbereichen verwendet werden. Auch lehrende Tätigkeiten sind zum Beispiel möglich. Aber bis es soweit ist, da steht erstmal ein ganz schön großer Berg vor einem, den es gilt zu erklimmen. Denn einerseits sind die Anforderungen an einen Studienplatz hoch, aber auch die Anforderungen während des Studiums sind hoch. Und genau hier kann dann ein Ghostwriter von GWriters helfen. Wie ist grundsätzlich ein Psychologiestudium aufgebaut? Wir haben zunächst einmal ein Grundstudium. Dort werden allgemeine Inhalte zur Psychologie, also Themenstellungen wie eben die allgemeine Psychologie, die biologische Psychologie, die Sozialpsychologie oder auch Fragestellungen zur Entwicklungspsychologie vermittelt. Später dann in Vertiefungsrichtungen gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel sich auf Personal- oder Sportpsychologie zu fokussieren. Aber auch Wahlfächer werden angeboten, die in der Psychologie natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen, wie beispielsweise BWL, Medizin oder eben auch die Wirtschaftspsychologie. Im Master ist häufig dann ein Wechsel möglich oder auch eine vorherige Entscheidung möglich zwischen eher einer praxisorientierten Ausrichtung oder eher einer forschungsorientierten Ausrichtung. Die Dauer des Psychologiestudiums ist ganz ähnlich wie alle anderen Studien auch. Wir sind hier in der Regel bei 6 Semestern unterwegs im Bachelor. Häufig werden aber auch noch Praktika und zum Teil auch Auslandssemester von den Universitäten verlangt. Sie sehen also vergleichsweise hohe Anforderungen. Und genau, Stichwort hohe Anforderungen. Was muss ich denn mitbringen, um überhaupt in ein Psychologiestudium starten zu können? Aufgrund der Beliebtheit dieses Studiums, des Studiengangs, ist der NC relativ hoch. In den Großstädten, in den Ballungsräumen, liegt er in der Regel bei 1,0. Bei kleineren Universitäten haben Sie auch die Möglichkeit, mit 1,4, 1,5, 1,6, 1,7 einen Studienplatz zu erhalten. Nahezu immer werden aber Online-Tests, Assessment Center und auch persönliche Auswahlgespräche mit dabei sein, bis Sie dann endlich mit Ihrem Psychologiestudium starten können. Was ist notwendig, um neben diesem guten NC an Fähigkeiten, um ein Psychologiestudium zu leisten? Nun, zunächst ist ein mathematisches Grundverständnis, ein statistisches Grundverständnis, auch eine Freude am Umgang mit Zahlen ganz, ganz wichtig. Weil im Studium selber werden Ihnen immer wieder diese Themenstellungen begleiten. Sie werden Experimente machen, Sie werden Tests machen, Tests kreieren. Und genau hierfür brauchen Sie ein
grundlegendes mathematisches und statistisches Wissen, einen grundlegenden mathematischen und statistischen Background. Das ist beispielsweise schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo ein GWriter, ein Ghostwriter von GWriter Sie unterstützen kann. Sei es bei Hausarbeiten, sei es auch bei Aufsetzungen von Forschungen, Aufsetzungen von Experimenten, Aufsetzungen von Tests oder eben auch bei entsprechenden Abschlussarbeiten. Aber die mathematische, die analytische Fähigkeit ist nur das eine. Gute Englischkenntnisse sind auch eine Grundvoraussetzung, weil viele Publikationen, viele Journals eben auf Englisch sind und auch die Forschungen häufig auf Englisch betrieben werden. Genauso auch persönliche Kompetenzen, persönliche Fähigkeiten wie eine hohe Sozialkompetenz, eine hohe Belastungsfähigkeit ist unbedingt während eines Studiums der Psychologie notwendig. All das kennen die Psychologie-Ghostwriter von GWriters aus dem FF. Sie haben selbst Psychologie studiert, teilweise auch noch andere Studiengänge parallel wie BWL, VWL beispielsweise und sind alle auch aktiv in der Psychologie tätig. Sei es als Psychotherapeut oder eben, wie ich vorhin gesagt hatte, in der freien Wirtschaft, im Bereich Marketing, Unternehmensberatung und so weiter. Natürlich bringen Sie das komplette Methoden-Know-how mit, das ein Psychologie-Ghostwriter benötigt. Und durch die Kombination Fach-Know-how, Fachwissen und Tätigkeit in der Praxis sind Sie auch immer beim State of the Art der Forschung mit dabei. Sie haben Zugriff zu allen notwendigen Publikationen, zu allen notwendigen Präsentationen und haben hier immer ein aktuelles Wissen. Und genau das ist bei der Erstellung von Arbeiten im Fach Psychologie ganz, ganz wichtig. Ein Ghostwriter im Fach Psychologie muss immer einen Überblick über den aktuellen Forschungsstand in der Thematik haben und muss auch über zukünftige Forschungsaspekte Bescheid wissen. Nur dann wird er in der Lage sein, Ihre Arbeit so zu gestalten, dass Sie am Ende auch damit zufrieden sind, dass Sie den wissenschaftlichen Anspruch genügt. Sie sehen also, es gibt viele Fälle, viele Felder, wo ein Ghostwriter von GWriters im Fach Psychologie Ihnen wertvolle Dienste leisten kann. Dies gilt, wie bereits erwähnt, sowohl für Seminararbeiten, für Facharbeiten, für Hausarbeiten, aber auch für die bekannten und berühmten Experimente oder Tests, die im Fach Psychologie an der Tagesordnung stehen. Und natürlich ist auch eine Begleitung bei der Abschlussarbeit, sei es die Bachelorarbeit, sei es die Masterarbeit oder natürlich auch bei einer späteren Promotion möglich. Gerne helfen Ihnen hier die Ghostwriter von GWriters beim erfolgreichen Abschluss, bei der erfolgreichen Durchführung Ihres Studiums in der Psychologie. Das kann auch bedeuten, dass es mal nur in Anführungszeichen ein Coaching ist, nur ein Lektorat oder nur ein Aufsetzen, wie gesagt, eines Tests oder eines Experimentes. All diese Leistungen bieten die akademischen Ghostwriter von GWriters für das Fach Psychologie an, um sie sicher und umfassend durch ihr Psychologiestudium zu begleiten.